Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Auch schon erschienen. Worum es da geht, keine Ahnung, ist ein Point-and-Click-Adventure. So wie ich das gesehen habe. Und ich würde einfach mal sagen, New Game. Na, aber ich guck mal kurz in den Settings einmal rein. Kann man ja irgendwas viel einstellen noch? Nö, Fullscreen, Ton. Deutsch. Nö, mehr geht nicht. Aber mal New Game. Mal gucken, was da passiert so Schönes. Forgive me, darling, but I must condemn you to an eternity of oblivion. Sollte der Untertitel nicht deutsch sein? Jetzt steht er Englisch. Okay. Das wird lustig. Whatever pushes you to take the decisive step, from this very moment, you will never be free of fear. You might think that this path is the easiest one to take, but I'm all too familiar with darkness, so trust me when I say that in time, it will pull you in so deep. You have no other choice but to drown. You have made your decision, and you will pay for it. Now only time will tell if it's already too late for you, Vincent. The question is, what happens next? Ist ja auch mal cool. This is exactly what makes men so. Ach, jetzt steht er auf Deutsch. In their fleeting vanity, aha. They always seem to fight the wrong demons. Tell me, is this all just a game to you? A source of amusement? Or have you perhaps chosen this path out of necessity? Sag mir, ist das alles nur ein Spiel für dich? Eine Quelle der Belustigung? Oder hast du diesen Weg vielleicht aus Notwendigkeit gewählt? Also eigentlich wurde es mir vorgeschlagen, dass ich das mal spielen soll vom Entwickler. Der wollte mir auch einen Steam-Code zuschicken, wegen Testbericht. Aber so viel Zeit habe ich nicht gehabt. Aber den Prolog wollte ich gerne testen, ne? Das weiß ich nicht, genau. Ich tue, was ich tun muss, um zu... Spiel. How interesting. Whatever it is you seek, I hope it was worth it. Assuming you even had a purpose to begin with. Oh, darling, your thoughts are yet unfledged. But then so are you. Before we finally begin, let me ask you this. If you were given a choice between facing reality with all its hardships and being trapped in a pleasant, everlasting dream, what would you do? Well, then so it shall be. Was habe ich getan? Andi, alte Schmutzbrust, was geht? Da nix, ne? Was soll gehen? Ich bin hier. Ich muss noch mal kurz. Kann man hier noch mal kurz kommt man nicht in die Option rein? Mal gucken gleich, wie es aussieht. What gamest du da geiles? Ich spiele den Prolog von Whateverland heißt das Spiel.
Es wurde mir vorgeschlagen vom Entwickler. Ich hätte auch ein Steam-Key bekommen können, aber ich habe keine Zeit gehabt leider in dem Moment. Aber ich wollte auf jeden Fall den Prolog spielen, der ist kostenlos auf Steam. Und es ist ein Point-and-Click-Adventure. Vor allen Dingen ist das Ding zwischen Deutsch und Englisch hier, sehe ich gerade. Jetzt steht es wieder eng auf Englisch da alles. Und die Texte sind auf Deutsch. Hammergeil. Ich muss aber kurz mal das gucken, ne? Auf jeden Fall anders wird. Aber ich muss mal was gucken. Ich muss den Ton ein bisschen leiser machen noch, glaube ich. Zack. Ah, mach ich da jetzt. So. Am I officially Indiana Jones now? Ja. Was ist das da überhaupt? Eine Ratte da oben, oder? Also, ja. Für die, die es gerade nicht mitbekommen haben. Wir sind irgendwo eingebrochen bei einer jungen Dame. So wie man das heutzutage macht, wenn man in jemanden verliebt ist, so ungefähr. Und haben... gut, wir waren nicht verliebt, aber... Und wir wollten da jetzt so ein Schmuckstück klauen. Nur die junge Dame ist ein bisschen magisch und hat uns in eine magische Welt geleitet. Und deswegen wird es jetzt magisch. Ja, glaube ich jedenfalls. Kann ich den Schrank hier nicht knacken eigentlich? Is anyone there? Hello? Hello? Thank goodness. I thought I would die here. Geh zu Pi mal da eine halbe Stunde. Mal gucken. Yeah, but it won't open without a key. Oh, that's just marvelous. This cuckoo bastard really meant it when he said he wanted to get rid of me. Can you get the key from him, pretty please? He should be somewhere. Ah, brauchen wir den Schlüssel? Weil wir haben ja gerade. Sure, I'll look for it. Hang in there. Yes. Ist die Frage jetzt, weil wir haben ja gerade ein Dietrich-Set aufgehoben, glaube ich, wie ich das gesehen habe. Und deswegen die Frage, können wir das nicht einfach so öffnen auch? Nö. Why do people even like cheese? Don't touch my food! Wer ist der überhaupt hier? Mal gucken. Do you have a moment? Who are you? I've never seen you before. Did you come from the sky? Did our goddess finally recognize my talent? I don't think so. I just want the key that opens that cabinet. Can you give it to me? Then don't waste my precious time! I need to finish the helicopter as soon as possible. But I can't find a rudder. If I find you a rudder, will you give me the key? I'll think about das geht nicht, sowas würde Sinn machen. Das ist ein Gim. Ja, es würde auch Sinn machen, ne? Wir haben noch so ein Dietrich. Ist so ein Dietrich-Set, oder nicht? I'll get going. In dem Sinne muss es doch funktionieren, theoretisch, sag ich immer. Gut, aber nein, wir müssen natürlich, wie klassisch in der Point-and-Click-Adventure, von das Ding will er zum Laufen bringen da oben. Wir müssen natürlich von Aufgabe zu Aufgabe, um eine Aufgabe zu lösen. Das ist natürlich der Klassiker. Was ist das für ein Ding hier? Hey Robot. Hey Robot. I'm not a robot. You are. I'm not a robot. You are. Okay. Now I get it. Looks like something out of a Slavic fairy tale. The hut on Chicken Licks, was it? Das Baba Yaga Haus? Glaube ich nicht. Maybe this cable car will get me out of this junkyard. Na, erstmal müssen wir doch so ein Ruder finden, oder nicht? And there's a lever missing. Just great.
not gonna work without a lever. Was haben wir denn dabei überhaupt? Das ist auch gut. Also generell müssen wir erstmal den da helfen, denn den da helfen und der hilft uns bestimmt, da rauszukommen. So ist jedenfalls der Plan. Very minimalistic. I like that. Colors are overrated. What did the robber say to the clock? Ah, das Gute ist, man kann sich wieder über die Space-Taste anzeigen lassen, was man alles so machen könnte. Oder was mich halt so angucken könnte. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal im Point-and-Click-Adventure nicht der hellste. Und dann lasse ich mir das wirklich so zwischendurch mal anzeigen, was ich machen könnte. Weil ansonsten, ich übersehe einige Sachen. Also in dem Sinne, ist es schon eine Hilfe für mich. Mal gucken. Wollen wir hier lang gehen? Ah. That's the rudder that weirdo needs for his helicopter. Da ist er doch. Now I need to figure out how to take it away from this unterhaltenen Geist. Did you just call me creepy? Ja, kann sprechen. Excuse me. What's with that look on your face? Der Rabe nimmermehr. Am I really talking to a bird right now? Kein Problem. Normal bist du ja einfach unfassbar schön und klug. Ja, ich bin ein klug. Wurde mir gerade so bestätigt. It's not my true form, of course, but I lost my human image a long time ago. Okay, I guess I am talking to birds now. Das ist der Vogel nimmermehr. Kennt man doch. I need this rudder that you're holding. Why do you need it? Oh, you're going to give it back to that uncultured fanatic, aren't you? I won't give it to you. I won't give it to him, I promise. How dare you lie to me? Get out of my sight! Ich werde dich jetzt mit dem Schuh bewerfen, ja, glaube ich. Geh mal her. Zack. Eddie! A bad omen. Not that I'm superstitious, but still. Yes? Are you sure you can't give me the rudder? Did I stutter? You're not getting it. Unless... Unless... What? Unless you bring me something French, which smells funny. Also, wenn wir den Käse haben. Okay, ja, das ist auch so. Do you have to talk in riddles? Also, hol ich den Käse jetzt. Artist's desires may be rather unconventional. Der Rabe will den Käse haben. Fine. Der will den Käse nicht rausgeben, weil der... Okay, gut. Ich sag's euch, meine Freunde. Ich bin der Müllheulen-Jogger, guten Tag, so. Der kriegt, der hat nicht. What now? Did you finally get my rudder? Wenn du den Käse gibst, dann ja. No, but I found it. Oh, really? Well, where is it then? A huge raven over there has your rudder. Eddie? I knew that pretentious joke of a poet was going to try to interfere with my plan. What are you waiting for? Go get it! Dann gib mir den Käse! Fine. I'll see what I can do.
tried to steal my cheese! That's unacceptable! I really need this cheese. Why? I need it to get the rudder for your helicopter. Really? How am I supposed to believe that? There's a huge bird nearby who has the rudder. I need the cheese so that I can distract it. I won't give my cheese to that shitty self-proclaimed poet! He can eat dirt! Überzeugungsmäßig läuft da gerade gar nicht viel. Warum habe ich auch einen Schuh dabei? Hey! Don't touch my food! Hey! Don't touch my food! Ist die Frage jetzt. Tja, das hätte klappen können. Ja, aber ich kann mir das jetzt nicht nehmen mehr. Why do people even like cheese? Das ist das Problem jetzt gerade. What now? Did you finally get my rudder? Ach, hol den Dreck doch alleine, Alter. Was ist hier los? I have some questions. Why are you building a helicopter? Ja, hol den Quatsch doch alleine da, Alter. Our madam lives in a castle in the skies above. So eine Unverfrorenheit hier, Alter. Exactly where I'm going to fly after my helicopter is finished. Once I prove myself worthy of her time, I shall become her obedient servant. Do you have any idea how noble my cause is? Oh, of course you don't. You're just an uneducated brat. Ist ziemlich unfreundlich und denen soll ich noch helfen. Ob das jetzt eine gute Frage ist. I'll get going. Off you go. Der ist ziemlich unhöflich und denen soll ich helfen. Weiß ich nicht. What now? Did you finally get my rudder? No, but I found it. Oh, really? Well, where is it then? A huge raven over there has your rudder. Gelandet. I knew that pretentious poet was going to try to interfere with my plan. What are you waiting for? Der Opa ist völlig Schrulle. Hast du keine Knarre dabei? Naja, das ist leider nicht. You need this rudder, so you go get it yourself. Na, opfer den Käse oder hol es selbst. Can't rely on anyone these days. Can you? Whatever. Holy, der. Hol ihn dir. Los. Ha, es funktioniert. Na, hol es doch alleine. Zitter ab. Meine Güte. Zack. Magic. Das ist weg, so. Ich brauche den Schlüssel ja trotzdem noch, ne? I wouldn't risk going inside. Ich brauche ja den Schlüssel jetzt. Und ohne Schlüssel komme ich nicht weiter. Oha, der hat eine Knarre dabei. Hat echt gut funktioniert. Hat echt gut funktioniert, Meister. Come here, you coward! Kann ich das irgendwo hinmachen? Come here, you coward! Das ist ja immer die Frage, halt ihr sie.
Kann Eddie nämlich den Käse nicht geben jetzt? Sieht aus, als würde er Bockwürstchen schießen. Vielleicht macht er es ja auch. Der universelle Wurstblinker, wie bei Werner. Ein bad omen. Not that I'm superstitious. I'd look stupid in that. Sure. Or... Come here, you coward! Das Problem ist, ich kann nichts mit anderen interagieren. Und mit Eddie auch nicht. Boah, der ist auf jeden Fall abgelenkt erstmal. I think I saw something moving there. Probably just a cat, right? Probably doesn't work. Ja, den Käse habe ich jetzt. Aber ich kann Eddie den Käse nicht geben jetzt. Does this guy follow the three laws of robotics? Something tells me he doesn't. Does this guy follow the three laws of robotics? Hey, robot. Hey, robot. I'm not a robot. You are. Frage ist, wo ist der Schlüssel? Der hat den ja dabei, den Schlüssel. Okay. Warum hat er ihn überhaupt eingesperrt, der da drin ist? Jetzt habe ich den Käse, das bringt mir auch nichts. Keine Ahnung. Moin Sohnemann spielt jetzt den Flugsimulator und Stöße. Kann ich verstehen. Ach, jetzt geht das mit dem Dietrich auf einmal. Beim Flugsimulator bin ich auch sehr oft abgestürzt. Am besten schließt den Controller an. Über Tastatur ist sowieso zu schwer. Aber guck mal, Andi, jetzt geht das hier auf einmal mit dem Dietrich und so weiter. Ist ja erwartet. Habe ich nicht verstanden. Was brauche ich denn als erstes? Das verstehe ich einmal. Sieht aus, als wäre das Ding, die man jetzt. Ja. Ich kann das gerne mal probieren bei dir. Alter, hier ist sogar ein Dings hier. Genau so soll das ja auch aussehen, Andi. Tada! Magic! Free at last. Nice to see that I was saved by a handsome young man. Together, es ist ein Geist. By the way, I'm Nikolai, but you can call me Nick. And you are? Vincent. All right, Vincent. Shall we start? Aber die Frage ist jetzt, ich sollte doch einen Schlüssel bekommen, wenn ich das dann mache mit dem. Aber ich muss bei diesem Spiel ein bisschen anders denken. Okay, alles klar. Daher muss Lisa. What? Our journey to escape this place, obviously. Let's go somewhere nicer and I'll answer all your questions. I'm sure you have plenty. Sure. Lead the way. Hat er doch jetzt selbst geschafft. Also ich muss bei diesem Spiel auf jeden Fall ein bisschen anders denken, ne? Weil ich habe erst gedacht, ich muss jetzt den Käse besorgen für den Rahmen und so weiter, aber eigentlich ist es ja totaler Quatsch gewesen jetzt. Sehr gut. Jetzt, ja. Das ist auch mal schlecht. Er hat seinen Roboter hier gelassen. Also.
Vor allen haben wir jetzt den Geist befreit, glaube ich. Er schwebt auf jeden Fall. Das ist ein Geist, oder? Let's get out. Und den Käse haben wir immer noch dabei jetzt. Hä? Echt ein bisschen strange. Now, will you tell me what's going on? I'll try to keep it short. You did something to upset Beatrice, didn't you? Well, the thing is that she's an ancient and powerful witch. So she sent you here, to a place where she throws away stuff she doesn't need, or people she can't stand. It exists in some kind of a weird loophole or whatever, so nobody can get in or get out of here themselves. Also, time works differently here, so nobody ever dies. At least not physically, if you know what I mean. So, people don't age here? It's just your soul that gets wrinkled, not your face. That's not too bad. What happened? Aw, it happens all the time. What do you think this bucket of rocks is here for? Aha. Deswegen ist ein Eimer voller Steine da dabei. Ein kurzes Schnoddervideo von dir. Ey! Ich bin halt, ich hab Männergrippe noch ein bisschen, ja? Das ist eine schwerwiegende Krankheit. Damit kann man sterben. Also Männer auf jeden Fall können davon sterben. Will nichts hören. Und das Worst Part ist, dass du diese Dinge nicht prädikten kannst. Es passiert einfach. Oder nicht. Have you ever seen a baby pigeon? Because I haven't. Isn't that weird? Maybe they're sacrificing them to some pigeon god. But then, why haven't they all died out? Questions, questions. Okay, Doktor, Professor, Doktor, Doktor ist abgestürzt gerade mit seinem selbstkonstruierten Helikopter. Ja, man soll nicht alles aus dem 3D-Drucker kopieren, ne? Auch wenn es schön aussieht. Alter, was ist denn noch da drauf überhaupt? Wie kommt der denn da oben hin? This is ridiculous. Come on, these are just sheep. How rude. Let's go, Philip. Lass uns gehen, Philip. You were saying something about getting... Philip? Oh, right. Okay. I already told you that nobody can get in or get out of here themselves. But there is, in fact, a way to summon Beatrice and graciously ask her to let us both out. Keep talking. A long time ago, Beatrice left a spell to the first inhabitants of this world, which allowed them to summon her. But humans are greedy bastards, so everybody wanted to have it for themselves. In the end, they tore it into pieces, and each of them took one. Everyone thinks it's just a legend, but I know the spell exists. We just need to get all 7 pieces. That's funny. I could have crossed this ravine without the cable car. Forgetting that I can fly, you know? No. Er vergisst, dass er fliegen kann. Haha. So what's the catch? There's no catch. You see, I'm not very well liked here for a completely unknown reason, given my charming nature. Also, my semi-ghost situation keeps getting worse. That's why I need your help. Are you in? I'm in. I knew you were the one to get me out of here. Oh, and one more thing. Does this place have a name or something? Ah, sure. It's called Whateverland. Whateverland! Whateverland! Ja,
Das war der Prolog von Whateverland. Mensch, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ne? Und crazy. Crazy auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen anders denken. Ne? Und ich fand das mit dem Helikopter und mit den beiden Ziegen hier, Philipp, also der eine hieß soweit Philipp, fand ich sehr amüsant auf jeden Fall. Vielleicht werde ich es auch mal komplett soweit komplett spielen. Mal schauen. Aber ich fand es sehr amüsant. Ja, wer sich den Prolog gerne mal downloaden möchte, kann das gerne machen. Es gibt auch verschiedene Trophäen. Ich habe gerade bloß zwei bekommen, obwohl es in dem kompletten Spiel oder dem Prolog gibt es 6 Trophäen irgendwie. Ich habe jetzt bloß 2 bekommen. Keine Ahnung, gucken wir gleich nochmal rein. Aber ja, einmal für YouTube da draußen. Das war's mit Whateverland. Der Prolog hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht werde ich auch mal das komplett spielen. Mal schauen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ein Schluck aus meiner Flasche, damit ich weiß, wo der Cut ist. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GameFan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, flauschig und natürlich bis nächstes Mal und bis dahin immer schön weiterzocken. Also, haut zu rennen!